Andrea Nahles für die SPD. Diese Haushaltsdebatte findet tatsächlich im Zeichen einer sehr, sehr großen Zäsur statt. Großbritannien wird die Europäische Union verlassen. Ob mit oder ohne Brexit-Deal, das ist tatsächlich eine echte große Zäsur. Und deswegen muss auch heute von diesem Parlament, von diesem Ort aus ein Signal ausgehen. Nämlich, dass die europäische Einigung, die Vertiefung der europäischen Einigung, die Zusammenarbeit in Europa durch den Brexit nicht ins Stocken geraten wird. Dafür müssen wir zusammen mit Frankreich und unseren europäischen Partnerinnen und Partnern sorgen. Und deswegen geht es, wenn es darum geht, dass wir sagen, für uns ist die europäische Zusammenarbeit nicht ein Problem. Die Vertiefung der Europäischen Union an vielen Stellen ist für uns die Antwort. Und deswegen glaube ich, an dieser Stelle müssen wir konkret werden. Das heißt nämlich zum Beispiel auch, dass es uns nie wieder passieren kann, Herr Lindner, dass uns eine Finanzkrise wie 2008 so kalt erwischt. Und deswegen ist Ihr Befund in Bezug auf Italien auch komplett richtig. Leider ist Ihre Antwort nicht richtig. Denn es geht nicht darum, dass wir in einer Phase, wo einzelne Länder drohen, ins Straucheln zu geraten, die Währungsunion infrage stellen, sondern es geht dann darum, dass wir mehr Einfluss nehmen, dass wir die Zügel in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass wir diese Krise gemeinsam auch abwenden können. Und deswegen brauchen wir auch eine europäische Währungsunion, eine Bankenunion. Wir müssen an dieser Stelle auch mehr Zusammenarbeit wagen und unsere eigene Währung stabilisieren. Ihre Antwort ist darauf grundfalsch. Europa muss auch an dieser Stelle konkret werden, wenn es um die Investitionen geht. Es geht um soziale Dimension Europas, also zum Beispiel auch um eine europäische Arbeitslosenrückversicherung. Und es geht natürlich auch ganz konkret darum, dass Europa die Zukunft gestaltet. Und da gehört für mich nun mal eine klare Antwort Europas darauf, wie unsere Freundinnen und Freunde der großen Plattformökonomie sich auf diesem Planeten eben bewegen. Und da muss Deutschland für die soziale Marktwirtschaft eintreten. Und deswegen brauchen wir eine Besteuerung von digitalen Unternehmen international. Wir brauchen eine Mindestbesteuerung überall auf der Welt. Und wir wollen noch im Dezember, für den Fall, dass das nicht kurzfristig erreichbar ist, zusammen mit den Franzosen, das hat Olaf Scholz hier gestern angekündigt, einen gemeinsamen Vorschlag machen, wie wir eine Digitalbesteuerung auf europäischer Ebene umsetzen wollen. Das ist die Antwort. Europa ist die Antwort. Nicht weniger Europa ist die Antwort. Und deswegen glaube ich an dieser Stelle, dass wir mit unserem Haushalt eben auch in diesen Zeiten, wo wir sehr gut dastehen, es aber auch Risiken gibt, die wir sehen, sehr genau überlegen müssen, wie setzen wir die Prioritäten. Es ist nun mal so, dass der Brexit verunsichert. Es macht Unruhe, wenn China und die USA sich in einem Handelskrieg bewegen. Es ist nun mal so, dass wir auch hier im dritten Quartal eine leicht zurückgehende Wirtschaftsleistung haben. Und deswegen muss man Investitionshaushalt vorlegen. Und das tun wir mit diesem Haushalt. 155 Milliarden, das ist eine Rekordsumme, die wir hier investieren. Alleine 39 Milliarden pro Jahr. Das ist ein klares Zeichen, dass wir an dieser Stelle die Zeichen der Zeit richtig erkannt haben. Und deswegen will ich darauf eingehen, Frau Bundeskanzlerin hat es auch gemacht, Digitalisierung ist ein Schwerpunkt. Ja, und da gibt es eine Stelle in Deutschland, wo die Digitalisierung wirklich dringend wird. Das sind die Schulen. Und ich möchte deswegen sehr klar sagen, wir haben das Geld, das ist da, um ein Upgrading an dieser Stelle, um es mal so auszudrücken, hinzukriegen. Der Weg dahin, den müssen wir aber noch hinkriegen. Und dafür brauchen wir eine Grundgesetzänderung. Und wir sind, und dafür möchte ich mich bedanken, mit den Grünen, mit der FDP, in intensiven Beratungen den Weg dafür freizumachen. Wir brauchen eine Modernisierung der Schulen. Endlich müssen wir an dieser Stelle auch das Kooperationsverbot aufbrechen. Damit es möglich wird, der Bund muss hier sich engagieren, er will sich engagieren, das Geld ist dafür da und das müssen wir jetzt auch ermöglichen. Und ich glaube tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch in diesem Parlament die Fragen richtig stellen. Und da geht es nicht immer nur um Geld, wenn es um die Digitalisierung geht. Da geht es sehr wohl um Regulierung auch.
Und ich glaube, dass die Frage, wer darf eigentlich die Daten nutzen, die überall gesammelt werden, sind das nur die Monopole, die sich daraus herausbilden, die diese Daten sammeln, verwerten, verkaufen und daraus Innovationen ableiten? Nein, wir müssen diese Frage stellen. Persönliche Daten schützen, aber auch Daten wieder dem Markt zur Verfügung stellen. Start-ups, deutschen Unternehmen. Deswegen schlagen wir von der SPD vor, an dieser Stelle einen Schritt weiter zu gehen. Und ein Datensharing-Gesetz, ein Daten-für-alle-Gesetz ist der Weg der Wahl, um hier an dieser Stelle auch tatsächlich Marktwirtschaft zu ermöglichen, Freiheit des Einzelnen zu ermöglichen und Gerechtigkeit auch zu ermöglichen. Da müssen wir größer denken als es nur in Geld, sondern es geht auch um Regulierung und neue Weichenstellung in dieser Frage. Und lassen Sie uns auch die 5G-Versteigerung nutzen, dass endlich auch mal bei mir in der Eifel das schnelle Internet ankommt. Es ist nur eine kleine Randbemerkung, aber Entschuldigung, es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit. Es würde nicht nur mein Leben deutlich erleichtern, sondern es hat auch etwas mit dem Thema zu tun. Wir reden die ganze Zeit über bezahlbares Wohnen in den Städten. Ja, der eine oder andere würde sich es überlegen, auch weiter sehr schön und sehr gut auf dem Land zu leben. Wenn wir da mal überall schnelles Internet hätten, wäre auch eine Maßnahme an dieser Stelle für den Bundesinnenminister, für gleichberechtigte Lebensverhältnisse zu sorgen. Und deswegen hat es auch so eine hohe Priorität in diesem Haushalt und bei der 5G-Versteigerung. Ich möchte an dieser Stelle darüber hinaus sehr klar einen Akzent setzen. Dieser Haushalt legt auch die Grundlage für Chancengleichheit an vielen Stellen. Chancengleichheit ist leider an vielen Stellen ein Ziel, aber nicht die Realität. Und ich möchte es besonders an dem Beispiel der Kitas in Deutschland deutlich machen. Deswegen wollen wir ja ein gutes Kita-Gesetz auf den Weg bringen, wo wir wie noch nie in Deutschland uns als Bund verpflichten, für die Qualitätsverbesserung auch in den Kitas mit Sorge zu tragen. Wir haben auf Bundesebene schon mal für Infrastruktur gesorgt unter Rot-Grün. Aber wir brauchen jetzt eine Qualitätsoffensive. Dazu haben wir uns entschlossen. Und deswegen kann ich auch an dieser Stelle nur darum bitten, dass wir auch hier wieder möglich machen, was bisher nicht möglich war, dass der Bund tatsächlich auch da vor Ort hilft. Es geht dabei um Qualität, aber es geht dabei auch um die Entlastung von Familien. Und deswegen ist das eine wichtige Sache, dass auch Gebührenfreiheit über dieses Gute-Kita-Gesetz mit ermöglicht wird. Erstmal werden wir dafür sorgen, dass bundesweit gestaffelte Gebühren möglich werden, bis hin zur Gebührenfreiheit. Und es ist auch aus meiner Sicht ein zentraler Punkt, weil, liebe Leute, das sind teilweise Hunderte von Euro pro Monat, die gerade Menschen, die nicht der gehobenen Mittelschicht angehören, dann aufbringen müssen. Und davon sollten wir sie aus meiner Sicht ganz dringend entlasten. Es ist ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang zu nennen. Wir wollen auch bei Bildung einen weiteren Schwerpunkt setzen. Das ist nämlich die Weiterbildung in den Betrieben. Auch die brauchen wir für den Transformationsprozess. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Hubertus Heil hier die Qualifizierungsoffensive wagt. Die Bundesagentur für Arbeit wird sich in Zukunft auch um Weiterbildungsberatung kümmern. Sie wird präventiv agieren können. Nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, Transfergesellschaften machen, sondern bevor Menschen überhaupt dequalifiziert werden, bevor Menschen überhaupt ihren Arbeitsplatz verlieren, investieren präventiv in die Betriebe, in die betriebliche Weiterbildung. Das machen wir möglich, dafür geben wir Geld. Und das ist genau richtig investiertes Geld in diesem Bundeshaushalt. Ich möchte darüber hinaus eine Sache ansprechen. Dieser Haushalt investiert in die richtigen Fragen, nämlich in Chancengleichheit, in Bildung. Und es ist natürlich auch so, dass dieser Haushalt auch für Sicherheit sorgt. Und es gibt zwei Dimensionen von Sicherheit. Das eine ist die soziale Sicherheit. Das machen wir hier ganz massiv bei der Altersvorsorge. Und ich sage an dieser Stelle, es ist ein wirklich großes
Gesetz, dass wir an dieser Stelle endlich wieder die Renten an die Löhne ankoppeln, dass wir in dem Moment, wo Löhne steigen, auch die Renten steigen. Das bedeutet, dass wir die Rentenformel ändern. Und das hat etwas zu tun damit, dass dieser Bundeshaushalt dafür auch die Finanzierung zur Verfügung stellt. Sonst würde das ja gar nicht möglich sein. Und vor dem Hintergrund geht es im Zweiten um Sicherheit zu schaffen, dass man im Alter, eben wenn man nicht mehr arbeiten kann, eben diese Sicherheit auch hat, dass man davon gut leben kann, gut leben kann. Und deswegen ist das ein entscheidender Meilenstein. Aber im Alter ist es auch so, dass man, wenn man pflegebedürftig wird, darauf angewiesen ist, dass es genügend Pflegekräfte in diesem Land gibt und dass die auch anständig bezahlt werden. Und deswegen hat diese Bundesregierung die Kraft aufgebracht, die größte Pflegereform seit 15 Jahren zu machen. Und das haben wir dadurch geschafft, dass wir uns da einig waren an der Stelle, dass wir gesagt haben, wir müssen wieder mehr Mittel für Pflegekräfte, die Einstellung von Pflegekräften machen. Die Pflege wird wieder eins zu eins von den Krankenkassen in Krankenhäusern übernommen. Was für ein epochaler Schritt. Das ist tatsächlich etwas, was die Menschen spüren werden. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir mit diesem Haushalt auch Sicherheit, soziale Sicherheit schaffen. Aber es geht nicht nur um soziale Sicherheit. Es geht auch um die Frage eines handlungsfähigen Staates. Und an dieser Stelle will ich mal ein Beispiel nennen, das viele vielleicht noch gar nicht in dem Maße würdigen. Denn es ist so, dass wir im Bereich der Bundespolizei 3.120 Stellen zusätzlich schaffen, Bundeskriminalamt, Bundespolizei. Ich glaube, wir haben viele Jahre an dieser Stelle zu wenig gemacht. Und wir haben seit einigen Jahren, auch auf der Länderebene, muss man klar sagen, den Hebel rumgedreht. Und wir legen jetzt an dieser Stelle, da wo es wirklich dringend nötig ist, eine richtige Messlatte. Denn 3.120 Stellen, das ist für sich genommen ein Riesenblock. Und vor allem werden Tausende sachgrundlos befristeter Stellen in diesem Haushalt entfristet. Da haben wir als Bund auch eine, mit Verlaub, eine Vorbildfunktion. Wenn wir auf der Bundesebene sachgrundlose Befristung nicht beenden, dann können wir uns schlechterdings nicht in die Privatwirtschaft hinstellen und sagen, so macht ihr mal, wir kriegen es aber nicht hin. Und deswegen ist dieser Haushalt auch an der Stelle auch schon wie der letzte Haushalt ein Durchbruch in Richtung Entfristung. Und das ist für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Privatwirtschaft ein wichtiges Signal von diesem Bundeshaushalt. Es ist aber auch, wenn ich sage Sicherheit, dann heißt es auch, dass ein Staat seine Regeln, die er aufstellt, auch ernst nimmt. Wir erhöhen ja den Mindestlohn. Wir erhöhen den Mindestlohn von im Januar 2019 auf 9,19 Euro, dann auf 9,35 Euro. Wenn man aber einen Mindestlohn hat, dann sollte er auch überall gelten. Und um das möglich zu machen, haben wir auch eine Behörde, die das sicherstellt. Das ist der deutsche Zoll. Und deswegen freue ich mich an dieser Stelle, dass wir es wieder einmal hier an dieser Stelle konkret machen, indem wir 775 zusätzliche Zollstellen schaffen, damit es nicht nur auf dem Papier einen Mindestlohn gibt, sondern auch in der Realität einen Mindestlohn gibt, damit Schwarzarbeit bekämpft wird und wir auch mehr für die Steuerfahndung machen können. Ich denke auch an einer Stelle, dass es wichtig ist für viele in unserem Land, die ganz normal hart arbeiten, die ihre Familien auch sehr gut durchbringen, aber oft am Ende des Monats merken, wie knapp es in der Kasse ist. Und wir haben deswegen hier ein Familienentlastungsgesetz auf den Weg gebracht und auch finanziert, 9,8 Milliarden Entlastung. Mitte nächsten Jahres wird es 10 Euro mehr Kindergeld geben. Es wird im Übrigen auch eine Abflachung der Progression geben, um eben, damit das Geld auch bei den Familien ankommt. Und ich denke deswegen, weil wir ja oft auch über diejenigen reden, die Transferleistungen bekommen, ist dieser Haushalt aber auch einer, der genau auf die guckt, die arbeiten, die Steuern zahlen, die Beiträge zahlen. Und deswegen haben wir hier ganz klare Akzente gesetzt. Und mich freut es besonders, dass im unteren Einkommensbereich, bei den Geringverdienern, das sind 3,5 Millionen Menschen, die nur 1.300 Euro verdienen. Verdienen würden sie vielleicht mehr, aber sie bekommen nicht mehr. Dass wir für die ab Mitte 2019, das ist sozusagen versteckt in dem großen Rentenpaket,
es hingekriegt haben, dass wir einen reduzierten Rentenbeitragssatz zahlen, aber trotzdem volle Rentenansprüche sicherstellen, ist eine gezielte Maßnahme, die das Ziel verfolgt, dass wer hart arbeitet und sich an die Regeln hält, der muss bei Rente und Gehalt spürbar auch über der Grundsicherung liegen. Und dafür haben wir diese gezielte Maßnahme miteinander verabredet und finanziert. Das sind einige hundert Millionen gut investiertes Geld an der richtigen Stelle für Geringverdiener. Dieser Haushalt investiert also nicht nur, er sorgt nicht nur für mehr Chancengleichheit, er sorgt nicht nur für soziale und innere Sicherheit, sondern er hat auch die Menschen im Blick, die hart arbeiten, die ihr Steuer zahlen und die Entlastung brauchen. Und das sind die Schwerpunkte dieses Haushaltes. Und deswegen ist es ein sehr guter, ein sehr solider Haushalt, der im Übrigen ohne Schulden auskommt. Und das will ich auch noch mal betonen, ist eine gemeinsame Leistung dieser Bundesregierung. Vielen Dank dafür.